Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Heute habe ich einen Appenzeller auf dem Tisch. Und nein, das ist kein Whisky aus Appenzell und es ist auch kein Käse aus Appenzell. Es ist auch kein Kräuterbitter aus Appenzell, sondern ein Gin aus Appenzell. Jedoch wurde in der Appenzeller Alpenbitterbrennerei gebraut. Ist aber nicht direkt von der Brennerei, also nicht nur von der Brennerei, sagen wir es mal so, sondern es waren auch noch 3 Barfachleute in der Kreation dieses Gins mit dabei. Und ich gehe mal davon aus, dass einfach die Brennerei hat ihr Brennwissen zur Verfügung oder in den Raum geworfen und die Barfachleute haben ihr Wissen mitgebracht, was denn bei den Leuten in ihren Bars gut ankommt. Er heißt Gin 27, sind nicht 27 Botanicals drin, sondern 27 steht für den Standort. Das ist die Weißbadstraße Nummer 27. Und hier vorne ist auch noch so ein Scherenschnitt drauf. Ja, das ist also so eine Schere, wie ein Mann so in der Hand hält oder vor dem Mann ist. Und das ist ihr Erkennungssignal. Ich kann es euch hier mal zeigen. Hier ist noch so ein Siegel. Und das werde ich jetzt. Ich muss ich gar nicht aufmachen. Kann man eigentlich dran lassen. Sieht ja ganz hübsch aus. Man muss das Siegel nicht, glaube ich, nicht brechen, um die Flasche zu öffnen. Und jetzt rede ich mal ein bisschen um, was ist drin. 43% Alkohol und ja, ich gehe mal davon aus, wenn die Alpenbitter produzieren, dann haben sie Ahnung von Destillation. Also ich gehe davon aus, dass es gut destilliertes Produkt ist. 29,90 heißt auch, ja, hat ein bisschen höheren Preis als, sagen wir jetzt mal, die Standardprodukte. Also es ist kein Super Premium, aber es ist, würde ich mal sagen, ein etwas gehobenerer. Und was gibt es noch zu sagen? Sehr viel über die Botanicals. Die Hauptakteure sind Wacholder, ganz klar, und Kardamom. Nee, nicht Kardamom. Was hatten sie? Hauptakteure sind doch Koriander. Entschuldigung. Koriander und Wacholderbeeren sind der Hauptakteur. Und Zimt, Muskat, Piment, Kardamom, Süßholz und Veilchenwurzel sind auch noch mit dabei. Klingt ein bisschen so nach einem würzigen. Ich habe mir heute schon mal 2 hingestellt, weil ich mich letztes Mal ja vertan hatte, wo ich gesagt habe, oh ja, das ist bestimmt ein Signature, aber war dann am Ende doch kein Signature, sondern es wäre besser ein Ambition gewesen. Weiß ich gar nicht mehr, was das ist. Kann mich gar nicht erinnern, oder? Ja. Was das für ein Gin war, aber er war definitiv. Ich habe ihn dann nochmal im Englischen probiert mit dem Ambition und damit war er wirklich bedeutend fruchtiger. Das war dieser Feel aus München. Hier ist aber jetzt mal der Schweizer Kollege. Ja, bin gespannt, wie der Gin 27 abschneidet. Ich tippe auf. Auf einen kräftigeren. Ich muss dazu sagen, hierzu habe ich zum Beispiel gar keine, Tasting Notes gefunden, beziehungsweise nicht auf die Schnelle. Oh ja, der riecht richtig kräftig, würzig. Der riecht nach Wacholder mit Backen. Also dieses ganze Piment, Koriander, das hat sowas, zimtig auch ein bisschen, aber nur wenig. Also das hat schon wirklich was von Lebkuchen. Also das ist wirklich Lebkuchen in der Nase im Glas. Hammerhart. So viel Lebkuchen. Mhm. Aber so ein richtig rassiger Lebkuchen. Nicht irgendwie mit Schokolade oder Zuckerüberguss, sondern einer von den braunen, die richtig rassig sind. Die man normalerweise diese Häuschen draus macht, die schmecken immer ein bisschen kräftiger. Also richtig viel Gewürze drin. Mhm. 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 Auch hier wieder. Mhm. Die Kräuterbitterhersteller wissen, wie man brennt. Er ist ein bisschen, am Anfang ein bisschen scharf, so ganz leicht. Aber er hat komplett was Rundes. Also die haben
Hier am Wacholder sicher nicht gegeizt. Auch am Koriander, glaube ich, haben sie auch nicht gegeizt. Und den verschiedenen anderen Botanicals würde ich mal sagen, auch nicht. Also, er ist nicht ganz so lebkuchenartig wie im Geruch. Dafür hat er viel zu viel Wacholder im Geschmack. Boah, aber im Geruch ist noch mehr Lebkuchen reingekommen als vorher. Also, boah, der ist. Also, den. Der ist weihnachtlich. Ich glaube, ich hätte mir hier so eine Zipfelmütze aufsetzen müssen. Aber ein ganz eindeutig ein würziger. Ein sehr, sehr, sehr würziger Gin im Geschmack, aber würzig, Wacholder klassisch. Also da kommt der Wacholder im Geschmack, kommt der Wacholder richtig stark durch. Ja, ein bisschen noch nachschenken darf man schon. Dann schmeckt er nicht so verwässert. Wobei ja, das, wie heißt's, das Mistelhain ist ja eins der etwas schwächeren Tonics, die den Gin nur begleiten und nicht übertünchen. Also von daher, so schlimm ist es nicht, wenn man da ein kleines Schlückchen weniger Gin reinmacht. Kommt nämlich immer noch gut durch beim Mistelhain. Oh ja. Das ist ein würziger Gin Tonic. Hier kommt aber auch wieder so ein bisschen so der Lebkuchen durch. Aber der verbindet sich aber super mit dem Signature. Oh, ist aber ein bisschen einnehmend, würde ich mal sagen. Also so, derjenige soll ja so ein bisschen so nebenbei seinen Gin Tonic hat, irgendwo im Sommer nur so ein bisschen nach Erfrischung sucht. Der wird ein bisschen, würde ich mal sagen, überstrapaziert. Denn der hier ist, du denkst dir, du nimmst ihn in den Mund, ist schön frisch und dann merkst du vor, wow, was denn da? Okay, hier kommt der Lebkuchen vorbei. Wobei die Süße kommt nur ganz leicht vom Signature. Signature hat ein bisschen Zucker, aber wenig. Und ist eine geile Kombi. Ist aber schon wieder sehr weit weg vom klassischen Gin Tonic. Wer dieses Bitter und den Wacholderige sehr gerne mag, der findet es hier nur in Ansätzen. Also es hat so, ja, man kann es schon noch Gin Tonic nennen, aber die Hauptakteure hier, würde ich sagen, Koriander, Piment und die ganzen anderen Gewürze. Ist aber ein geiler Drink, weil einfach. Bei Drinks, ich hatte jetzt wieder ein paar Cocktails. Das ist einfach so, du kriegst fruchtig, du kriegst sauer, du kriegst süß, du kriegst alles. Würzig ist schwierig. Da hast du entweder so einen würzigen Gin, vielleicht noch einen Rye. Irgendwo gibt es vielleicht noch ein paar andere Spirituosen oder so, die da was drin haben. Aber es ist doch eher rar. Bitter gibt es viel, es gibt viel sauer, viel süß, viel fruchtig, aber dieses würzige. Gibt's selten. Flasche finde ich auch sehr geil. Also, das hat so ein schönes Ornament. Also, ja, also kann ich echt empfehlen. Der ist schön, der Gin 27 Appenzell Dry Gin. Also auch, klar, Dry Gin, trockener. Keine anderen großen Geschichten drin. Ja, eigentlich eher klassischer Gin. Bisschen mehr würzig. Ich glaube, es kommt aber auch von bisschen von diesen alten Bitterhersteller. Die sind halt einfach. Die mögen würzig. Ich glaube, wenn du alten Bitter herstellst, musst du würzig mögen oder ja, sind einfach krass die Geschichten, die sie da produzieren. Ja, war mein Eindruck vom Gin 27 Appenzell Dry Gin. Cooles Teil, muss man würzig mögen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.